Hallihallo, meine Freunde, willkommen zurück zu Far Cry 6. Jetzt wieder mit Chicharron an meiner Seite. Hier, guckt, da ist er. Mann! Der lässt sich nicht streicheln. Dieser blutrünstige Kampfhahn. Heute machen wir weiter mit der Hauptmission. Haben wir jetzt letzte Folge dieser Chicharron geholt. Und heute holen wir Carlito. Carlito ist das fünfte Mitglied, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden hatte, der Revolution von 67. Arbeitet jetzt in einem Museum. Hier rollt ein Quad den Berg runter. Und den sollen wir jetzt da rausholen. Okay, nichts leichter als das, oder? Weiß nicht. Letzte Folge war dann doch schon ganz schön anstrengend. Da drüben könnten wir. Ja. Seht ihr das? Die Netze dort am Berg, wenn ich die zerschieße, müsste doch eigentlich ein Steinbruch nach unten, aber will ich es nicht ausprobieren. Nicht unbedingt. So, moin! Habt ihr wieder was? Nein, du nicht? Moin, hast du was? Nein, wir haben alles, okay. Chicharron, bleib lieb. Mein Gott. Das sind unsere Leute, ja? Gehen jetzt kämpfen. Machen das, was du am liebsten machen willst. Okay? Ja, geh du vor. Okay. Konuko. Ah, lauf mal der Straße lang. Ja, ich komme. Alles gut. Ich hoffe, wir werden hier nicht überfahren. Das war so mein Hauptproblem bei Far Cry 5. Ich wurde jedes Mal überfahren. Hier aber nicht. Hier ist der Verkehr nicht so. Bei Ghost Recon Wildlands war das auch mein Hauptproblem. Ich wurde ständig überfahren. Bei GTA war das mein Problem. Ich wurde ständig überfahren. Hier nicht. Yara gefällt mir immer besser. So, Chicho, guck mal, da müssen wir hin. El Tigre, ich bin beim Museum. Ich auch. Wenn du Fotos von uns sehen willst, als wir noch jung und naiv waren, leg die Waffe weg und geh einfach wie ein Turi da rein. Alles klar, mach mal. Chicho, bleib lieb, ne? Da drin steht ein Panzer. Hier geht's nicht rein. Diese Falschdiaraner werden aus unserem Paradies vertrieben. Hallo. Hola. Einmal bitte. Gut, danke. Der Eintritt ist gratis. Sehr schön. Dieses Museum ist ein Geschenk von El Presidente Castillo an das Volk. Richten Sie ihm meinen Dank aus. Oh, cooles Bild. Auf jeden Fall. Richtig gut gemacht. So, na, schauen wir mal. Danke. Ja, der ist tough. Er meinte, anfangs ging es ihr gut. Und das Geld der Bio-Wiederärzte war einfach zu verlockend, nicht wahr? Sie, es hat unsere ganze Familie ernährt. Aber sie ließen sie zu keinem Arzt. Ist das Diego? Der arme Junge hat ihn nie. Eine bevorzugte Waffe der Radikalen. Ein Plattenspieler ist ein harmloses Gerät, aber in den Händen der Radikalen wird er zu einer Waffe. Pro-revolutionäre Propagandamusik von Pedro Torero und anderen hat dafür empfängliche Jaraner radikalisiert, viele von ihnen Studenten. La Moral. Man verdirbt unsere Heiler von morgen. Das weiche Herz der jungen Jaraner machte sie anfällig für Fehlinformationen. Als sie mit den Verletzungen konfrontiert waren, die durch die unrechtmäßigen Unruhen verursacht wurden, haben viele fehlgeleitete Medizinstudenten, wie die als Lucky Mama bekannte Verräterin, den kriminellen Aufständischen Erste Hilfe geleistet und darüber vergessen, wem sie eigentlich zur Treue verpflichtet sind. Cool. Die Erosion der wahren jaranischen Dichtung. Ja, da ist ein Land der Dichter. Doch während der Revolution haben Dichter wie der Verräter Lorenzo Canseco ihre eigene Kunstform beschmutzt. Die Gitterstäbe der Revolution haben sie eingesperrt und von der Außenwelt abgeschnitten, wie Völker in Käfigen. Und so wurde die jaranische Kunst zu einem Zerrbild ihrer selbst. Künstler wurden gezwungen, krude propagandistische Werke zu verfassen, die zum Glück in Vergessenheit geraten sind. Moment. Mega cool. Hier noch, ne? Ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Das Blut unserer jungen Athleten. Es waren nicht nur Intellektuelle, die von Santos Espinosa enttäuscht wurden, selbst die vielversprechendsten Sportler Jahres, wie der als El Tigre bekannte Verräter, wurden von der Revolution verführt. Ihre jungen Körper sollten für die falsche Seite bluten und sterben, statt stolze iranische Soldaten oder zukünftige Olympioniken zu werden. Da ist El Tigre. Ich will aber noch ein bisschen lesen. Komm her,
Nein? Was für ein Mensch gibt sich dem Namen El Tigre? Dieser durchgedrehte Terrorist, der dafür bekannt ist, mit bloßen Händen zu töten, hat in Jahren ein Vermächtnis der Gewalt und Brutalität hinterlassen. El Tigre hat hunderte von Jaranern auf dem Gewissen, darunter Frauen und Kinder. Was? Wir können nur hoffen, dass er eines Tages für seine Verbrechen büßen wird. Das ist El Tigre und Lucky Mama. Frauen und Kinder? El Tigre, was machst du da? Hast du keine Angst, erkannt zu werden? Keine Sorge, ich hab Stifte, falls wir Autogramme geben müssen. Einen für dich, einen für mich. Das habe ich nicht gemeint. Dieses Museum war einst uns Legenden gewidmet. Aber Castillo hat die Geschichte umgeschrieben und uns als Schurken dastehen lassen. Selbst Carlito hat er in ein schlechtes Licht gerückt. Ich frage mich, was die Geschichte irgendwann über uns sagen wird. Man wird sagen, an diesem Tag gingen 2 Legenden in ein Museum und 3 kamen wieder raus. Wenn du meinst... Nach einer gewalttätigen Demonstration flieht die Terroristenzelle aus Yara. In Kübersee verbinden wir mich mit Feinden Yaras und amerikanischen Spionen. Sie erhalten Waffen und Ausrüstung. Ihr Ziel, unser schönes Land gegen Geld zu destabilisieren. Alter, das ist tatsächlich der Kleine. Unrechtmäßig erworben. Es ist offiziell nicht bekannt, wo die Verräter von 67 ihre schwere Munition erworben haben. Man braucht allerdings nicht viel Fantasie, um ihre Verzweiflung mit ihrem Hass auf Yara zu verbinden und daraus zu schließen, dass sie offenbar von Yaras Feinden im Ausland und Spionen finanziert wurden. Glaube ich nicht. Sollst nicht töten. Professor Santos Espinosa verlangte nicht, dass seine Soldaten einer Religion angehörten. Diese bewusst niedrig angesetzte moralische Eintrittsvoraussetzung unterstrich von Anfang an die Illegitimität seiner Koalition und stellte ihm reichlich Truppen in Form von orientierungslosen Idealisten zur Verfügung. Warum könnt ihr nicht einfach ganz normal... Ich mag das überhaupt nicht. Auch in Briefen. Ich hab, ne? Sagen wir mal, nehmen wir mal deutsche Behörden. Auch in Briefen von solchen obrigen Stellen wird immer vorausgesetzt, dass man mit Fremdworten um sich schmeißt. Ne? Illegitimi. Warum schreiben die nicht einfach verboten? Also, ne? Von Anfang an die Verbotene seiner die Verbotenheit seiner Koalition und stellte ihm reichlich Truppen in Form von orientierungslosen Idealisten zur Verfügung. Selbst gute Katholiken, denen die Seelsorge eines ausgebildeten Priesters vorenthalten wurde, ließen sich für den langen Marsch durch Yara gewinnen. Was hat man? Nein, viele kleine Akte des Verrats führen zum Aufstand. Karten, Kriegshandbücher, Baupläne und militärische Befehle waren während der frühen Phase des Aufstands ihr Gewicht in Gold wert. Während einige dieser Informationen gestohlen wurden, wurden andere von Sympathisanten in Reihen des Militärs an Espinosas Gefolgsleute weitergegeben. 1000 kleine Akte des Verrats machten die Rebellion erst möglich. Ein beschämender Teil der jaranischen Geschichte, der sich unter einem Castillo niemals wiederholen wird. Sehen wir noch. Netter Hahn. Danke. Leben und sterben wie Hunde. Die Verräter versteckten sich in den Bergen und machten sich selbst zu Märtyrern. In Ermangelung einer anständigen Kantine oder auch nur brauchbarer Stiefel konnte es schnell zum Tod durch Infektionen oder Dehydrierung kommen. Es gilt als sicher, dass zahllose Studenten auf diese Weise den Tod fanden, während sich Soldaten spielten. Hi. Hi. Jawohl. So. Ja, ich nehme das mit. Oh. Okay, hier geht's weiter. Das El Tigre heißt, ich gehe hier lang. Die Schlacht Roter Himmel. Als die Terroristen von Santos Espinosa im Jahr 67 nach El Este zurückkehrten, stellten sich ihnen tapfere Castillo-Soldaten in den Weg. Die Luftstreitkräfte löschten die Feiglinge aus, als sie versuchten, in die Gebirgsurwälder zu fliehen, und verwandelten ihr Blut mit ihrer Präzisionsbewaffnung in roten Regen. Ronald Regen kenne ich. Wow. Das nenne ich mal eine Bombe. Bombenstimmung. Auch cool. Hallo. Nabend. Na? Ja. Ein Sieg der Kollateralschäden. Die von Santos Espinosa eingesetzte Terroristenarmee verließ sich auf massive Panzergranaten wie diese, um Esperanza einzunehmen. Ihre Vorstellung von der Kriegsführung war genauso schlampig und blutig wie die philosophischen und politischen Ziele.
das Leiden der wahren Yaraner. Das friedliche Leben der wahren Yaraner in Esperanza wurde durch die Invasion von Santos Espinosa nachhaltig zerstört. Viele flohen in Angst und Schrecken aus ihren Häusern und ließen ihre in den Trümmern verschütteten Habseligkeiten zurück. Klugerweise stimmten sie später für einen Castillo. Das kann auch jeder erzählen. Oh. Da unten ist noch ganz viel zu holen. Wir gehen erstmal zur Etikerin. Hallo. Sommer 1967. El Presidente Gabriel Castillo erlässt Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz aller Yaraner. Doch die Terroristen... Okay, das ist eh zu leise. Holen wir Carlito raus, ehe ich jemanden vermöble. Sie nennen uns Feiglinge, Hunde, Terroristen und Mörder. Genau das, wovor wir Yara beschützen wollen. Wenn Carlito so zäh ist, wie du behauptest, werden die Castillo umlegen und das alles gerade rücken. Ach, um Carlito mach dir mal keine Sorgen. Und wenn Leute die wahre Geschichte von Yara wissen wollen, lesen sie die Tagebücher gefallener Guerilleros. Okay, super. Befreie Carlito. Wo ist er denn? Er muss hier irgendwo sein. So, Chicho, komm mal mit. El Tigre! Ist Carlito dein scheiß Panzer? Na klar! Was hast du denn erwartet? Na ihr? Da hat er schon eine Waffe, oder? So. So, nein, weg vom Panzer. Und ich kann ihn wohl kaum hier raustragen. Chicho macht das schon, ne? Oh. Ernsthaft? Wo ist denn der Alarm? Hier. Na gut, das war wohl abzusehen. Ja, ich komme gleich. Hier ist irgendwo noch eine Kiste. Unter mir. Boah, da ist er, oder? Ja, warte doch mal. So, was haben wir denn hier, Feines? Stufe 2, super toll. So, Chicho, komm mal mit. Wir sollen jetzt diesen Panzer reparieren. Bebe Tigre, na los! Ja. Mach Carlito bereit und spreng das Tor auf! Ist ja gut. So, warte mal. Erst alles einsammeln, was Chicho hier ausgebuddelt hat. So. Na dann. Jetzt komme ich. Und rein da. Wow. Der hat nur... Okay. So. Moin. Du hättest mir direkt sagen können, dass Carlito ein scheiß Panzer ist. Ja. So. Was redest du denn? Das ist Carlito. Jeder kennt Carlito. Bebe Tigre, es gibt da eine Höhle, die wir während der Revolution genutzt haben. An der nächsten Straße links. Dann links? Nichts wird sich uns in den Weg stellen. Alles klar. Oh. Okay. Kann ich mal schießen? Alles klar. Oh nein. Was? Was? Warum kommt denn da ein halber Berg runter? Soll ich das nutzen? Soll ich diese Berge nutzen, um... Okay, mal probieren. Was ist denn hier schon wieder? Das ist aber mal cool, dass ihr alle wieder da seid. Oh, ernsthaft? Ey.
So. Das ist cool, dass wir genau hier wieder rauskommen, ey. Chicha, machst du das? Die Waffe haben wir trotzdem, oder? Ah, hier ist ein Schlüssel. Cool. Nice. Gut. So. Ja, du mich auch. Wo bist du denn? Da irgendwo? So, reparieren. Ist repariert, oder? Ich glaube ja. Hä? Auf den Fahrersitz setzen? Gut, jetzt geht's. Na gut, probieren wir's nochmal. So, und raus hier. Du hättest mir direkt sagen können, dass Carlito ein schlechter Panzer ist. Ja! Was redest du denn? Das ist Carlito! Jeder kennt Carlito! Tigre! Es gibt da eine Höhle, die wir während der Revolution genutzt haben. An der nächsten Straße links, dann zur Brücke. Nichts wird sich uns in den Weg stellen. Warte. Ich fasse es einfach nicht. Warte mal. Warte mal. Ach, nicht schon wieder, ne? So. Wollte gerade sagen, ob er mal mitschießt hier. So. Oh, ernsthaft. Nachladen. So, Treffer. Treffer, Treffer, Treffer. Mein Gott, ist das laut. Gut. Nachladen. Ja gut, die Zerstörungskraft eines Carlito ist jetzt noch nicht so, ne? Brauchst hier zwei Schüsse. Triffst du auch mal was, Opa? Ja, das habe ich gemeint hier. So. Oh, ist das Alter. Da geht's weiter. Moin. Carlito bahnt sich selbst den Weg. Alles klar. Hinter dem Schild rechts führt ein Pfad in die Schlucht. Okay. So, warte, 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 ich will was machen. Und das auch noch, ne? Falls die noch kommen. Genau. Gut. Oh, Auto fahren, ne? Also Panzer fahren. Panzer fahren! Was ist das hier, Blaues? Oh, hi. So viel Spaß hatte ich zuletzt damals mit Irma. Ich wollte dir schon länger etwas sagen. Schlechter Zeitpunkt. Das macht echt verdammt Spaß. Es geht um Lobo. Weißt du noch, wie ich sagte, dass er... Ehrlich, ich würde gerne noch eine Geschichte über dich, Lobo, und die Legenden hören. Aber ich habe gerade zu tun. Ja, du hast recht. Ich steck fest hier. Carlito soll sich rächen. Vamos! Ey. Was ist denn jetzt? So. Das gefällt mir. Gut. Wo ist jetzt wieder was? Oh. Da, ne?
zurück auf die Straße und dann heizt man halt einfach voll durch. Was soll's? Wir hatten Leuchtfeuer, werden hier abgeschossen. Komischerweise. Heißt das, wir müssen hier lang? Hier durch? Ja, ne? Oh, hi! So. Okay, weiter geht's. Werden euch eure Helme nichts nützen! Wow. Warte, bremsen. So, komm hier, Flammenwerfer. Ist er down? Nehm's an, okay, weiter geht's. Hey, Tigre. Oh, hi. Ist ziemlich alt und steckt mächtig was ein. Wird er das überstehen? Carlito ist der, der tötet, Baby Tigre. Niemand kann Carlito töten. Ja, haben wir ja gesehen. Wir sind fast bei der Höhle. Sie liegt auf der rechten Seite. Oh, ich glaube, Carlito ist meine neue Lieblingslegende. Ich tue so, als hätte ich nichts gehört. Aber ich verstehe dich. Okay, wir heizen jetzt einfach durch. Er hat so schön angefangen, ne, mit Lesen, so ein bisschen. Hi! Einen Gegner nach dem anderen ausschalten. Hubschrauber? Warte mal. Warte. Bus. Da, ne? Alter, war ich das? Moin! Okay! So, hier rein, ja? Alter Schwede! Lorenzo, wie schön! Was verdammt macht der hier? Der sollte Carlito mit eigenen Augen sehen. Mi compai! Wie viele Jahre hängst du jetzt auf diesem Berg fest? Zu viele. Carlito und ich, wir teilen viele Erinnerungen. Es wird Zeit für ein paar neue. Los, schließ dich an, Hermano. Der Krieg ist vorbei. Wenn alle frei sind. Sie! Komm schon, das wird gut. Schon okay. Komm schon. Ja, nicht wirklich. Ja, wir haben Carlito geholt. Die fünfte Legende. Der Krieg ist vorbei, wenn wir alle frei sind. Danny, seit wann zitierst du denn Lobo? Es geht um Castillo. Aufgehört hat. Und um Libertad. Es geht um alles. Okay, schieß los. Lobo hat ein Talent dafür. Leeres Gerede. Komm zur Schule für die Verlorenen in Esperanza. Ich glaube, du kennst den Ort. Ja, das könnte man sagen. Bin unterwegs. Danny, du musst allein kommen. Ohne Juan. Nur du und ich. Mit dem Rücken zur Wand. Oh, das klingt nicht gut. Was Clara da? Was haben wir hier noch, Chito? Kann man hier überhaupt hoch? Kann man. Was ist das für ein Ort?
Okay. Ist einfach nur so ein Ort? Perro. Chicho, holst du dir den? Oh, Chicho läuft außen rum. Kann nicht durchs Wasser, okay. Na gut, ist auch nur ein Hahn, ne? Läuft da jetzt ganz raus? Chicharon, kommst du bitte her? Ich hab dir einen Befehl gegeben. Komm jetzt erst, komm mal aus der Höhle raus. So, komm mal raus. Ich meine, der Soldat ist jetzt sowieso weg. Komm jetzt. Der traut sich da nicht raus. Gut, bist du wieder allein. Ab durchs Wasser. Boah. Was ist mit den Statuen hier? Habt ihr das gesehen? Hier, diese Puppen. Mega cool. Finde ich nice. Schule der Verlorenen, hat Clara Garcia gesagt. Und das ist die Heimat von Dani, das Waisenhaus. Hier kann man auch noch mitnehmen hier. Okay, das gehört mit Sicherheit zu einer Schatzsuche hier. Das gehört doch zu 100% zu einer Schatzsuche. Ich habe gerade Kabel gesehen in der Hütte. Die muss man dann bestimmt aktivieren und dann geht irgendwas auf. Na, guckt mal, wie cool das ist. So, Chicharon. Hola, perrito. Los. Okay. Und Attacke. So. Komm hierher. Sehr gut gemacht. Ja, was machen wir denn in der nächsten Folge? Da könnten wir die Jaranische Geschichte alles auf eine Karte setzen. Die Bauern aus dem Valle de Fernando sind fürs Erste auf Libertad-Seite, doch sie wurden schon zu lange ignoriert. Die Spannung zwischen beiden Seiten wird größer und sie sitzen genau zwischen den Stühlen. Ich denke mal, das müssen wir sogar machen, weil sonst ignorieren wir die ja auch weiter. Und das geht ja gar nicht. Petra Tocca. Ja, markieren wir uns gleich mal. So, und das machen wir in der nächsten Folge. Also dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob.